Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich euch vor einer Weile den Lautsprecher gekauft und den stelle ich jetzt einfach mal vor. Hier von Tron Smart, den Element T6. Ein klassischer Bluetooth-Lautsprecher mit 25 Watt, 15 Stunden Spielzeit angeblich, 360 Grad Surround Sound Gesundheit, kraftvoller Bass, das übliche Geschwätz halt. Der erinnert mich durchaus an den ein oder anderen Lautsprecher, den ich auch schon mal vorgestellt habe. Kostet 39,99 €. In Rot kostet er 1 Euro mehr, warum auch immer. Ja, da gibt es noch andere von dieser Firma, aber ich habe jetzt halt diesen. Link zum Produkt ist in der Beschreibung. Die Bewertungen sind sehr gut. Ich erwarte jetzt wirklich eine Menge von diesem Lautsprecher. Jedenfalls. Wofür verwendet man so einen Teil mit dieser Form? Also ich persönlich, ich habe mir den alten, den ich hatte, den letzten, das, ich weiß gar nicht, wie das Modell hieß und die Firma, habe ich verkauft. Und ich habe es aber immer verwendet und dafür werde ich den auch verwenden. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, klemme ich das Ding in den Getränkehalter am Rahmen. Und das ist halt wirklich super praktisch. Wenn es warm ist, man fährt Fahrrad, du kannst echt einen Lautsprecher nicht besser am Fahrrad montieren, als wenn er diese Form hat und du einen Getränkehalter dafür zweckentfremdest. Ist einfach so. Oder man verwendet ihn ganz einfach so, wie man will. Jedenfalls ist das so mein Ding gewesen, immer. So, Link zum Messer ist auch in der Beschreibung und der Link zum Song, den ich dann verwenden werde, auch. Das sind alle Fragen schon mal geklärt. So, der wird erstmal komplett original ausgepackt. So, zum allerersten Mal. Ich hoffe, der Akku ist bereits geladen. Wenn nicht, dann bringe ich mich direkt um. Okay. Das Verpacken sieht eigentlich wirklich ganz schön aus. So Milka-mäßige Farben. Transmart. Oben noch so ein Aufhänger. Schick, schick, schick. Schön derb und fest. 360 Grad Surround Sound. Keine Ahnung, was das soll. Geht jetzt der Sound aus allen Richtungen weg oder. Okay, das ist sinnlos. 25 Watt. 15 Stunden Spielzeit auf. Ja, 30% Lautstärke geschätzt. Schöne Grafik auf jeden Fall von dem guten Stück. Ja, 360 Grad. Kann man das Ding hier drehen, das ist auch schön. Superior, nur genau. DSP Technology. 5200 mAh Stunden hat jedenfalls die Batterie. Rugged Cylindrical and Woven Mesh Design. Naja, ich liebe immer diese Formulierungen auf den Verpackungen, das ist egal. Wir werden gleich rausfinden, was das Ding kann. Warranty Card. Zubehör. So, da haben wir ein mageres Mindest-AUX-Kabel und ein ganz normales Micro-USB-Kabel zum Aufladen. Ne? Wäre doch mal scharf. Die Qualität ist mäßig, aber auch nicht sehr schlecht. Aber auf jeden Fall nicht herausragend. Ganz im Gegenteil. Also die Qualität der Kabel. Bedienungsanleitung. User Manual. Hier ist der Lautsprecher und das war's. Fein gepolstert in diesem Schaumstoff. So. Beiseite. Sorry. Nun. Ja, das ist er. Ja, der ist eigentlich ganz schick. Der unterscheidet sich in dem einen oder anderen Punkt schon. Auf jeden Fall ist die Regelung gefällt mir. Ja, weil, nee, das gefällt mir wirklich. So, der erste Eindruck. Unten relativ gut geschützt mit den Gummifüßen. Dieser passive Radiator. Transmart steht drauf. Sieht ganz gut aus. Bin ja gespannt, ob der fein schwingt dann. Jetzt haben wir hier wirklich. Ja, das kann man so oft drehen, wie man will. Ja, macht irgendwie Spaß. Jedenfalls haben wir hier noch so eine Art Skala. Jedenfalls sieht man, in welche Richtung man drehen muss, um lauter oder leiser zu machen. Hier haben wir ein. Ein und Ausschalter, dann in der Mitte dieses feinen Knopf,
dieser Knopfansammlung, nenne ich es mal, oder Bedienpad oder wie auch immer. Play, Pause, zurück, vor und Telefon. Knopf, ja, so eine Brücke hier, um das Ganze zu stützen. Schick. Transmart, AUX und USB. Ein- und Ausgänge, Powerbank-Funktion hat er leider nicht. Sonst alles ganz standardmäßig. Ja. Und hier sitzen die Lautsprecher. Hier, hier und hier. Mit Bassverstärkung. Und hier ist auch nochmal eine schöne Bassverstärkung. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, wie er klingt. Ja, das sieht man wirklich so gut wie gar nicht. Aber doch, jetzt, das sieht man schon. Leuchtet auf jeden Fall erstmal blau. Jetzt müssen wir es nur mit dem Handy verbinden. Ich muss es kurz mal anmachen. So, Bluetooth. Ich hoffe, es geht alles problemlos und relativ schnell. Aber warum eigentlich nicht? So. Hier ist also schon Transmart Element T6. Kopplung. Ich warte. Ihr wartet auch. Jetzt passiert nichts. Für Anruffunktionen Medienwiedergabe verbunden. Okay, hat funktioniert. Ihr müsst euch nur daran gewöhnen, dass es einen Moment dauert am Anfang. So, na, dann spielen wir doch gleich mal ein feines Lied ab. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Au! Oha! 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 Alter! Na gut, das liegt auf jeden Fall jetzt dran, dass er so dasteht. Aber so ist auch nicht schlecht. Also durch diesen... durch diese Bassreflexmembran, die hier nach unten abfeuert, sage ich jetzt mal, macht er auf jeden Fall die Fläche, wo er drauf steht. Also ich meine, wenn man den zum Beispiel draußen irgendwo... Geht auch sehr gut übrigens. Diese Regelung draußen irgendwo mit hat und auf den Bierkasten stellt zum Beispiel, dann fungiert dieser Bierkasten als Verstärker des Klangs, um es mal so zu sagen. Und wenn man das irgendwo auf den Tisch stellt, auf dem Auto, auf die Motorhaube oder halt hier auf diesen Schrank, dann wird der Bass wirklich um einiges verstärkt, weil das nach unten sozusagen den Ton leitet. Und das klingt echt krass. Also hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, muss ich mal sagen. Findest du das so laut? Also hier ist jetzt voll aufgedreht an der Regelung, die übrigens sehr gut funktioniert, gefällt mir, schön griffig und alles. Und am Handy seht ihr es ja. Alter, seht ihr, wie der wackelt? Wackelt wirklich, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, wie laut das Ding ist. Also okay, da kann ich eigentlich schon mal zusammenfassen. Der Lautsprecher ist auf jeden Fall Geschmackssache. Also was das Design angeht und so, muss man mögen. Für 40 Euro ist er relativ erschwinglich zum Klang.
wenn er relativ leise ist, so wie jetzt, ist der Bass richtig geil. Wenn der dann aber relativ laut aufgedreht ist, wird der Bass dann, ich sag mal, der geht immer mehr in den Hintergrund. Aber der Lautsprecher wird richtig laut. Der verzappt nur ganz leicht, wirklich. Der Ton ist nicht kristallklar und so. Nicht wirklich perfekt geregelt, aber der wird richtig laut und klingt halt noch annehmbar. Das Ding ist wirklich, wirklich perfekt für das, was ich eigentlich am Anfang erzählt habe. Oder halt draußen. Ganz entspannt. Nee, ich finde ihn gut. Für 40 Euro bekommen wir auf jeden Fall was Gutes.